So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja. Er ist hier und er hat uns noch nicht gesehen. Brynjolf, behalte die Tür im Auge. In Ordnung, Mädchen. An mir kommt niemand vorbei. Klettert den Vorsprung dort hinab und seht, ob ihr... Karli, wann werdet ihr endlich lernen, dass ihr nicht echt was vorhabt? Was passiert jetzt? Als Brynjolf euch zu mir brachte, glaubte ich zu spüren, wie der Wind sich plötzlich drehte. In diesem Augenblick wusste ich, dass es so enden würde. Mit einem von uns beiden vor der Spitze einer Klinge. Okay, gebt mir den Schlüssel, Mercer. Was hat Kalia euch in den Kopf gesetzt? Geschichten von ehrbaren Dieben? Schwüre voller Lügen und gebrochener Versprechen? Nocturnal schert sich weder um euch noch um den Schlüssel oder um sonst etwas, das mit der Gilde zu tun hat. Okay. Es geht nicht um Nocturnal, das hier ist was Persönliches. Genau, ich schwöre, das ist echt was Persönliches. Also Rache. Habt ihr aus der Zeit, die ihr bei uns wart, nichts gelernt? Wann werdet ihr eure Augen öffnen und erkennen, wie wenig sich unsere Handlungen unterscheiden? Wir beide lügen, betrügen und stehlen, um unsere Ziele zu erreichen. Das ist ein Unterschied. Offensichtlich genau. Werdet ihr den Skelettschlüssel nie so sehen wie ich, als Schlüssel in eine Welt unermesslichen Reichtums. Stattdessen habt ihr euch entschieden, über euren verbohrten Ehrenkodex zu stolpern. Dann sind die Würfel gefallen und meine Klinge wird einmal mehr Nachtigallenblut kosten. Kalia, um euch kümmere ich mich, nachdem ich eure lästigen Gefährten beseitigt habe. Bis dahin solltet ihr vielleicht Brynjolf besser kennenlernen. Oh, da oben, Chilter. Was geschieht hier? Ich kann nicht aufhören. Verdammt sollt ihr sein, Mercer. Kämpft dagegen an, Brynjolf. Er hat die Kontrolle über euch übernommen. Okay, schöner Crit. Okay, dann. Das war's, mein Freund. Linkes Auge der Falmer, Diamant. Alter, was der alles dabei hat. Du Scheiße, was der alles dabei hat. Und dann nichts wie raus hier. Okay. Irgendwas blockiert die Tür auf der anderen Seite. Sie bewegt sich nicht. Wir müssen einen anderen Weg hier hinausfinden, bevor alles unter Wasser steht. Ja gut, ich habe ja alle Zeit der Welt. Ich kann ja unter Wasser atmen, ne? Oh, dann lass uns mal gucken, was wir hier für einen Weg finden könnten. Kann ja eigentlich dann nur hier unter Wasser sein. Wie war das denn hier nochmal, verdammt nochmal? Verdammt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Oder war das hier durch das Rohr? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ne. Shit, wie kann man denn hier nochmal raus? Ja, Freunde, es tut mir sehr leid, aber ich finde den Ausgang nicht. Nicht durch eins der Rohre? Ne, offensichtlich nicht.
Hier? Hallo? Hallo? Ja, chillig, Bruder. Wie komme ich denn hier raus? Ja, Brynjolf, Kalia, tut mir sehr leid, aber ich glaube, ich werde euch hier sterben lassen müssen. Ich habe keinen Plan, wie es hier weitergeht. What? Warte mal, kann man hier auf der Map irgendwie was sehen? Nee. Scheiße. Wie durch? Nee. Ich sehe halt auch einfach auch nix. Kann's doch nicht sein. Warte mal, Veränderung. Haben wir hier nicht irgendwie so Kerzenschein oder sowas? Warte mal. Ich muss jetzt auf meiner OBS-Aufnahme gucken hier, weil ich auf meinem Bildschirm einfach nichts mehr sehe. Oh, das kann's doch nicht sein. Wo soll denn hier der Ausgang sein? Hier? Nee. Auch nicht. Crazy. Ey, ich guck mal einmal kurz nach. Das gibt's doch wohl nicht. Genau hier. Irk. God, escape, da. What? Gucken wir mal, was da. Er macht hier was. Ja, jetzt muss ich noch eine scheiß Werbung gucken. Das kann es doch jetzt wohl wirklich wieder nicht sein hier, ey. So, wo soll denn das sein, die Scheiße? Ey, Laber, bei ihm ist es einfach da. Hä? Bei ihm ist hier einfach so ein Tunnel. Wo ist der denn bei mir? Kann das nicht finden. So ein Anhaltspunkt über zum Beispiel ein bisschen Licht oder so wäre mal ganz hilfreich. Find's nicht. Dein Plan, Bruder. Ehrlich, ich find's nicht. Okay. Ups. Hier? Nö. Geht auch nicht auf. Hallo, wo ist denn hier der blöde Ausgang? Ey, das kann's da wirklich nicht sein. Ich merke schon wieder, wie ich langsam wütend werde, ne? Hier? Nee. Ich weiß noch, dass ich den damals auch gesucht habe, wie so ein Behinderter. Und stell dir mal vor, jetzt hast du keine Unterwasseratmung. Wo ist der Fuck-Ausgang, ihr Wichser? Zeigt mir den jetzt mal. Gibt's doch wohl nicht. Ey. Junge,
Gibt's denn nicht irgendwo eine fucking Komplettlösung, Digga, von der Scheiße? Das gibt's doch nicht. Hier, Komplettlösung. Haben wir alles gemacht? Ja. Oh, hau doch mal ab mit deiner Kackwerbung, du Arschloch! Ich will jetzt wissen, wo die Fackel hier ist, ey. Laber, der sagt, ich muss irgendwie an den Kopf der Statue schwimmen. Ach, erzähl mir doch keinen. Oh lol, ey. Muss erstmal drauf kommen. Okay. Lydia ist auch wieder da. Ein wunderschön. Ich kann kaum fassen, dass es vorbei ist. 25 Jahre im Exil. Und dann ist es geschafft. Einfach so. Jetzt müssen wir nur noch für die sichere Rückgabe des Skelettschlüssels sorgen. Okay. Das wird leider nicht so einfach sein. Als der Skelettschlüssel aus dem Dämmergrab gestohlen wurde, wurde uns der Zugang zum inneren Heiligtum versagt. Mhm. Die einzige Möglichkeit, ihn zurückzuerlangen, führt über den Pilgerpfad. Okay, das klingt irgendwie nicht so cool. Let's go. Er wurde nicht für die Nachtigallen erschaffen. Er wurde erschaffen, um die zu prüfen, die nocturnal auf andere Art dienen wollten. Deswegen weiß ich nichts darüber, was euch erwartet. Okay, dann let's go. Wird in der Diebesgilde gebraucht, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Hallo, hör doch mal auf, immer nach. Und ich? Ich kann nocturnal nach meinem Versagen beim Schutz des Schlüssels einfach nicht gegenübertreten. Ich fürchte, ihr müsst das Ende eurer Reise allein antreten. Alles klar. Ich bin nicht sicher, ob es euch innerhalb der Grabstätte helfen wird, aber ich brauche es sicherlich nicht so sehr wie ihr. Diesen Bogen besitze ich fast mein ganzes Leben lang und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich hoffe, euch bringt er ebenfalls Glück. Bogen der Nachtigallen. Ach du Scheiße, okay, bei der könnte ich noch sehr viel erzählen, mir erzählen lassen, aber ganz ehrlich, das juckt sowieso keinen. U53, meiner macht 56. Dafür 20 Punkte Frostschaden und 10 Punkte Blitzschaden. Also der macht extrem viel mehr Magicka-Damage, ne? Anstatt 10 Punkte Feuer. Also 56 plus 10, 66. 73, 83, der ist besser. Taken wir den. Let's go! Der ist gut, der Bogen der Nachtigall. Der gefällt mir. Okay, wo müssen wir denn hin? Irgendein Pilgerpfad. Wo soll das denn sein? Dämmergrab. Okay, let's go. Ah, Dämmergrab. Ach, das ist hier. Ja, okay, ich erinnere mich. Hier sind wir nicht reingekommen, ne? Weil uns der Schlüssel gefehlt hat. Jetzt dürfen wir hier rein. Okay, chillig. Was sprich mit dem Nachtigallwächter? Ach, laber, der kann ich hier nicht mit, meine Lydia. Ah, da ist er doch, der Nachtigallwächter. Ich erkenne euch nicht, aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Wer seid ihr? Ich bin der Neue. Grüßt euch. Ja, ich bin der Neue. Genau. Was ist denn mit den anderen passiert? Von einem der unseren verraten. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Wieso denn das? Was kannst du denn dafür, dass der die Sachen geklaut hat? Ich war verblendet. Verblendet von dunkelster Heimtücke, die sich als Freundschaft ausgab. Ach, laber. Ja, komm, wir machen alle mal Fehler. Ihr seid Gallus, ja? Ich habe diesen Namen schon
Ich hab den Schlüssel. Hier, bitteschön. Der Schlüssel? Ihr habt den Skelettschlüssel. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mercer frei? Ist tot. Genau, tot ist er. Dann ist es vorüber. Und mein Tod war nicht umsonst. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Kein Problem. Ich hab's für Nocturnal getan. Nein, eigentlich habe ich es nicht für Nocturnal. Ich hab's eigentlich. Genau, Kalia hat mir geholfen. Kalia, sie lebt noch. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mercers Verrat zum Opfer. Hier, nehmt den Schlüssel. Ja, ich wollte gerade sagen. Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee, die Schwelle zu Nocturnals Reich des ewigen Zwielichts. Als Mercer den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Okay. Okay. Ja gut, aber das sind ja Sachen, die hat er ja schon erwähnt, ne? Ich folge dem Pilgerpfad, das heißt, ich muss jetzt einfach hier lang, oder was? Ja gut, dann machen wir das doch mal. Was hat das jetzt? Folge dem Pilgerpfad, okay. Du sauer? Ja, du bist sauer. Okay, also die sind sauer. Okay, das heißt, wir haben es hier also auch mit Gegnern zu tun. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, dann gehen wir einmal nochmal oben gucken. Hier oben gibt es ja auch noch Krempel. Genau, einmal das mitnehmen. Wir machen jetzt genau das gleiche, was Mercer auch gemacht hat. Wir klauen einmal bei Nocturnal. Wird sie ja wohl nicht stören, ne? Wäre ja nicht so, als hätte das letzte Mal voll die Katastrophe ausgerufen. Okay, wir werden wahrscheinlich nachher dann da rauskommen. Gut. Ja, warte mal. Ich werde es jetzt mal einmal ausprobieren. Upsala. Ne, ich kann nicht warten. Ich will auch gar nicht warten. Bogen der Nachtigall, Vulkanglasbogen. Ich werde jetzt mal einmal versuchen, damit einen wegzusnacken. Das war schon mal hardcore daneben. Ja, das hat schon mal gut gezwirbelt. 1, 2, 3. Drei Pfeile mit dem Bogen. Gucken wir mal, was er kann. Das Gefühl nur, dass der sich wesentlich schneller abnutzt. Du Scheiße. What?
Oh ne, jetzt muss ich die Scheiße nochmal machen. Ach, hör doch auf. Oh. Ja, ja, bla 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 bla. Ja, bla 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 bla. Woher kennt ihr mich? Der Schlüssel und Mercer frei? Dann, ich schulde euch viel. Genau, ich hab's mit. Kalia hat mir geholfen. Ja, ja, bla bla. Nichts würde seit dem Augenblick meiner Liga als Mercer den Schlüssel. Leider ja. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur beruhigen. Okay. Indem er dem Pfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel besitzt. Wir speichern hier an der Stelle mal einmal, damit ich mir das nicht nochmal antun muss. So, wir haben gerade herausgefunden, dass der Vulkanglasbogen 3 Pfeile braucht, um die Typen zu killen. Mal schauen, wie viel du brauchst. War hier nicht eben noch ein Gegner? Ah, das mal chillt er da. 1. Okay, aber irgendwie kam der Schleichangriff nicht durch. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Ups, what the fuck. Lava. Ah, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also der Schleichangriff müsste noch einmal reinzünden. Dann könnte ich sagen, ob der Bogen stört. Aber der nutzt sich halt wirklich sehr viel schneller ab als der Vulkanglasbogen. Da ist die Frage, ob das lohnenswert ist. Ja, weil du kannst ja quasi zugucken, wenn du mit dem Teil schießt, upsala. Wie sich das da unten abnutzt. What? Knoblauch. Sehr gut. Aber hier sind jetzt zwei solcher Geheimgänge, ne? Hier ist einer und... Ah ne, das sah nur so aus. Hier ist, glaube ich, keiner. Okay, dann müssen wir mal versuchen, gleich den Schleichangriff mal mit dem Bogen durchzukriegen. Um mal zu gucken, wie das so funktioniert. Eins. Bei 3. Dann auch 3 Hits, ne? Ist jetzt nicht wesentlich stärker als mein Vulkanglasbogen. Nur, dass der sehr viel schneller die Seelensteine schreddert. Also von daher, nein, wir bleiben beim Vulkanglasbogen. Und hängen den Nachtigallbogen dann in Rifton ins Haus. Okay, ich weiß wieder, was hier das Problem war. Wir dürfen nicht in dieses Licht gehen. Ich erinnere mich wieder, wenn man in dieses Licht gegangen ist, dann ist man verbrannt. Das ist das, was wir gerade auch so schmerzlich erfahren mussten. Wir müssen hier nämlich außen rum gehen. Denn wir sind eine Nachtigall und wir arbeiten aus den Schatten heraus, ne? Oh, leck mich doch am Sack. Ja. In Ordnung. Genau, das war das Rätsels Lösung, dass man hier innerhalb der Schatten agiert. Wie sich das für eine waschechte Nachtigall gehört. Okay, hier ist eine Kiste. Es ist durchaus möglich, dass wir auch schon angekommen sind.
Ein Bandit. Neuer Stab des Frostbisses. Ja, nehme ich mit. Ja. Was war jetzt hier nochmal das Rätsels Lösung? Kann man ihr nicht irgendwie den Skelettschlüssel geben oder sowas? Da war doch jetzt irgend... Ach nee, hier ist eine Kette. Noch eine Kette? Hier ist noch eine Kette. Ja, dann war das doch noch, dann war das doch nicht hier. Dann geht's wohl doch noch weiter. Ach, die Scheiße schon wieder. Was habe ich für einen Schrei ausgerüstet? Wirbelwindsprint, ne? Könnt mich alle mal mit euren blöden. Ich auch. Also schon viele Fallen auch, ne? Was ist denn hier noch? Das könnte der richtige Weg sein. Wir gehen mal hier einmal nochmal zu der Tür. Ne, dann ist das hier doch nicht der richtige Weg. Oh. Und zack. Oh, yikes. Okay, die kommen wohl. Ja. Was? Niemand verbirgt sich? Alter! Okay, der hat ordentlich geschallert. Aber warum gibt's das hier noch? Hm. Keine Ahnung. Oder ist das hier nur nochmal so eine Kammer, wo es Loot gibt? Hilfenpfeile. Ja, gib her. Hier ist Alkohol. Frostsalze, ja, auch her damit. Ein Rubin. Ansonsten ist hier unten nichts. Auch nicht schlimm. Ja, dann gehen wir jetzt dahin, wo. Dann gehen wir jetzt ins Allerheiligste. Das Problem bei der Sache ist jetzt, selbst wenn der Nachtigallbogen halt viel mehr Damage macht, ich habe jetzt halt auch Verzauberungen drauf, um meine. Also habe jetzt auch Verzauberungen geskillt. Dass meine Verzauberungen halt auch nochmal stärker werden. Ist das hier wieder der gleiche Scheiß, dass ich hier nicht ins Licht darf? Ne, hier darf ich ins Licht. Okay. Ja, man muss ja immer ein bisschen aufpassen hier in solchen Gefilden. Ding? Okay, alle hopp. Ja, hier ist irgendeine Nachricht, aber hier unten, ich glaube, ich bin hier unten falsch, boah. Objekte, Bücher. Ich weiß es nicht, ich bin so weit gereist, all die albernen Rätsel gelöst, um alles nur, um hier zu enden. Nachdem ich
mir Nystroms Hinweise, die er von... Moment, ich muss einmal niesen. Nachdem ich mir Nystroms Hinweise, die er von Lythelus erfahren hatte, gemerkt hatte, habe ich ihm die Kehle durchgeschnitten. Allerdings scheint mir nur das Schicksal einen Streich zu spielen. Ich stecke fest und habe nicht den blassen Schimmer, wie hier rauskommen soll. Hoffentlich kommt bald einer vorbei. Ich habe Hunger. Okay. Das ist nicht so gut. Machen wir eine Fackel an. Oh, Lava. Der Skelettschlüssel macht irgendwas. Okay, dann bringen wir den Schlüssel mal zurück. Hallo Nocturnal. Junge, ist Female Itachi mit einem etwas zu großen Ausschnitt, hä? Aha. Versteht meinen Tonfall nicht als Unmut, denn ihr habt schließlich gehorsam eure Pflichten bis ins Kleinste erfüllt. Doch wir wissen beide, dass dies nur wenig mit Ehre und Schwören und Treue zu tun hat. Es geht nur um die Belohnung, den Preis. Fürchtet euch nicht, ihr sollt euren Tand schon bekommen, eure Gier nach Macht. Euren Hunger nach Reichtum. Ich befehle euch, einen tiefen Schluck aus dem Schattensee zu trinken. Denn hier wird der Agent von Nocturnal geboren. Okay. Der Eid ist geschworen, die Würfel sind gefallen. Und euch erwartet euer Schicksal im ewigen Zwielicht. Lebt wohl. Okay. Ja, cool. Dann. Ich bin froh, dass ihr den Schlüssel wohlbehalten zurückbringen konntet. Nocturnal schien mit unseren Bemühungen recht zufrieden zu sein. Ich wollte gerade sagen, klang eher so als, Das würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Das ist eben ihre Art. Stellt sie euch als scheltende Mutter vor, die euch immer weiter antreibt, damit ihr erfolgreich seid. Nach außen klingt sie zornig, doch insgeheim ist sie zufrieden. Na, immerhin, guck mal einer an. Ich kann euch versichern, wenn sie unzufrieden mit euch gewesen wäre, dann würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Okay, was hat es denn mit dem Agenten von Nocturnal auf sich? Die Kreise am Grund des Schattensees verleihen euch Kräfte, die zu einem Nachtigall-Agenten passen. Der Sichelmond steht für den Agenten des Schattens, der Halbmond für den Agenten der Täuschung. Und der Vollmond für den Agenten der Zwietracht. Ach du Scheiße. Okay. Dies ist Nocturnals Art, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Wenn ihr je eure Fähigkeiten ändern wollt, könnt ihr zur Grabstätte zurückkehren und auf einen anderen Kreis treten. Seid gewarnt, wenn ihr eure Wahl einmal getroffen habt, könnt ihr sie frühestens nach einem Tag ändern. Okay, und nun? Nun beginnt euer Leben als Nachtigall. Wenn es nötig wird, werdet ihr an die Grabstätte gerufen werden, um sie zu verteidigen. Und ihr? Hilda hat mich mit offenen Armen wieder aufgenommen. Es ist, als wäre eine Lücke in meinem Leben endlich wieder geschlossen worden. Ich hoffe nur, dass dies kein Ende ist, sondern ein Anfang. Okay, der Anfang wovon? Nun, vielleicht. Der Anfang des größten Raubzuges, den Himmelsrand je gesehen hat.
Überall gibt es Taschen, die vor Münzen überlaufen. Und Truhen voller Schätze, die nur darauf warten, dass man sie ausräumt. Auch wenn wir Nachtigallen sind, sind wir im Herzen immer noch Diebe und verdammt gut darin, was wir tun. Okay, wähle deine Rolle als Nachtigall. Ach, Laber. Carlos. Warte mal. Öfte. Ach, die Geldtäuschung. Helfen für 30 Sekunden. Ach, das ist ja cool. Ja, alles gut soweit. Ich hätte aber gern mal gewusst, was die anderen gekonnt hätten. Wenn wir das mal, wir gucken mal einmal nach. Nachtigallen Skyrim. Genau. Lauf. Nachtigallen Zwietracht. Nachtigallen Täuschung kennen wir. Das ist der Nachtigallen Zwietracht. Genau. Nachtigallen Zwietracht zieht dem Ziel 100 Punkte Gesundheit ab. Die Kraft geht durch das Ziel hindurch und kann Verbündete treffen. Hm. Ja. Ist okay soweit. Und, Agent der Tarnung. Bei Aktivierung ist man 120 Sekunden lang unsichtbar. Aktiviert man Gegenstände beim Schleichen oder benutzt Angriff, wird man wieder sichtbar. Okay, also man ist 120 Sekunden unsichtbar. Da muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir, glaube ich, schon den coolsten eigentlich gekriegt. Ich hatte Angst, ich würde euch niemals wiedersehen. Ich hatte Angst, ihr würdet... Okay, we made it. Ja, Freunde. Das war unsere heutige Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.